Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Bus. Heute wieder im Sonnenaufgang in Richtung Berliner Flughafen, zumindest Berlin-Tegel. Hier sind wir an diesem doch schon echt schönen Hauptbahnhof. Da habe ich auch eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Das war mitten, nicht mitten in der Nacht, war aber relativ früh. Auch damals mit meiner Ex-Freundin, die halt wie gesagt auch hier in Berlin gewohnt hat. Oder in der Nähe von Berlin. Mein Kater kratzt gerade am Kratzbaum rum. Also nicht wundern, das könntet ihr durchaus hören. Waren wir in Berlin Hauptbahnhof? Logischerweise wäre ja schlimm, wenn das der Berliner ist auch egal. Ich erzähle schon wieder Quatsch. Es ist 22.20 Uhr. Ich erzähle Quatsch. außer das jetzt, außer die Geschichte an sich. Die ist kein Quatsch. Wie gesagt, waren wir hier relativ früh morgens, weil wir in Richtung Hamburg gefahren sind mit dem Zug. Das war anstrengend. Das war richtig anstrengend. Morgens um 6 sind wir, glaube ich, hier angekommen. Mit der S-Bahn hergefahren. Mussten zwischendurch noch einmal umsteigen. Ich glaube sogar am... hier möchte ich nicht lang. Ich glaube sogar am... hier ist übrigens das Gefängnis. Habe ich noch nicht gewusst. Finde ich super interessant. Finde ich cool. Also... cool im Sinne von, hier ist ein Gefängnis. Hey, hallo, Gefängnisinsassen. wie gesagt, morgens um 6 hatte natürlich, nee, es war sogar noch früher, glaube ich. War es vielleicht sogar 4:30? Irgendwie so in der Drehe. Zwischen 4:30 und 6 Uhr morgens. Und wir wollten da frühstücken, was. Wir hatten, glaube ich, 1,5 Stunden Aufenthalt. War nicht so erfolgreich, muss ich mal so gesagt haben. War irgendwie ganz anders geplant auf jeden Fall. Aber nicht schlecht. Also es war war irgendwie lustig. Wir haben mal so einen Obdachlosen gefunden. Gesehen. Nicht gefunden. Ah, guck mal, ich hätte wirklich hier rechts abbiegen müssen. Ich bin ja gerade ausgedonnert. Ha! Lol. Na gut. Wie gesagt, haben wir einen Obdachlosen gesehen, der sich flach in die Schienen reingelegt hat. Ja, in die Schienen. Und es hat gefühlt eine Viertelstunde gedauert, bis die Bundespolizei da gewesen ist und einen Mann herausgefischt hat. Also war jetzt nicht, wir waren nicht betroffen davon oder sowas, von irgendwelchen Zugausfällen oder sowas. Das konnte umgeleitet werden letztendlich. Aber trotz dessen wären wir auch so nicht betroffen gewesen. Total komisch. Dieser gleiche Obdachlose ist dann auch, also wurde dann natürlich des Platzes verwiesen. Aber ein paar Stunden später haben wir den wieder gesehen. Diesmal hat er sich nicht dahin gelegt, sondern allgemein auf eine Bank im Bahnhof. Ja, war total, also... ob der labil war oder Probleme hatte, das... könnte ich nicht mal riechen. Das kann ich euch wirklich nicht sagen. So wie er sich verhalten hat, gehe ich mal sehr stark davon aus, war schon echt sehr suspekt. Ach, nee. Ach, ja, und dann am Alexanderplatz, ne? So bei meiner Ex-Freundin und so. Da hatte zu dem Zeitpunkt gerade frisch Primark aufgemacht gehabt. So, dann nach ein paar Tagen, sage ich jetzt mal, gingen wir auch dahin. Und dann musste ich aber auch
da feststellen, oh mein Gott, es ist so voll. So wie man das halt eben aus Berlin kennt. Berlin ist eine Großstadt, ja. Hier wohnen 1-2 Menschen mehr als jetzt zum Beispiel hier in Leipzig. Das muss man natürlich immer dazu sagen, ne? So, wir drängeln uns vor, wir haben Vorfahrt, wir sind ein Bus, sehr gut. ja, wie gesagt, Pollmann, immer voll. 3-4 Mal waren wir da, glaube ich, und es war halt immer knallevoll. Unglaublich. Ach, Sammy. Oh, ich fahre viel zu schnell. Ups. So, viel zu schnell gefahren, ist okay, tut mir leid. Die fahren aber auch viel zu schnell, ist eine Kinderspielstraße. Kinderspielstraße, ja. Würde ich auch gerne mal durchfahren. also war auch wirklich immer ultra gefüllt. Ja, alles noch vor Corona, logischerweise. Das waren noch Zeiten. Entschuldigung. Aber man muss halt wirklich auch so sagen, wie es ist, ne? Langsam aber sicher macht Corona einen fertig. Ist einfach so. Also, ja, Lockdown hin oder her. Ausgangssperre ab 21 Uhr hin oder her. Hier Maskenpflicht hin oder her. Echt, das habe ich gar kein Problem mit. 20 Euro? Uff, Moment, jetzt muss ich aber rechnen. du möchtest einen 24-Stunden-AB-Schein. 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20. Meine Güte, ich und rechnen, ne? So. Ah. 24 Stunden ABC. So. Ach so, genau, ich war bei der Corona-Sache. So, wie gesagt, absolut kein Problem, die Maske auch noch weiterzutragen. Womit ich ein Problem habe, und das hat mich letztendlich auch den Job gekostet, Einzelhandel, dass die zu haben müssen. Und natürlich auch die ganzen Gastronomie-Menschen, die tun mir auch so unendlich leid, ne? So, stell mir vor, du hast am Anfang letzten Jahres dein Restaurant aufgemacht, hast dein Kindheitstraum oder deinen Traum, den du schon super lange hast, endlich erfüllt, indem du dieses Restaurant aufmachst. Und dieses Restaurant quasi genauso ist, wie du es quasi auch möchtest. Ja? Stell dir das einfach mal vor. Und dann kommt ein Jahr lang der Lockdown. Mehr oder weniger ein Jahr. Ja, die hatten ja zwischendurch wieder offen. Glaube ich. So. Hattest dein Geschäft kaum offen. Dich kennt kaum einer. Durch diese Gegebenheit halt eben. Und hattest halt einfach, ja, nicht die Möglichkeit, dich auch bekannt zu machen und oder den Leuten zu zeigen, hey, hier schmeckt das Essen, hier ist das Essen geil, kommt her, ja, wir sind die Besten. So eine Art. Hattest du halt keine Chance zu. Das finde ich schon sehr bedauernswert.
Das ist sehr, 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 sehr traurig. Hier sitzt gerade mein Kater. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht. Ich gehe mal davon aus. Ach, Mensch. Das ist aber alles so. Du kannst dagegen aber auch nichts machen. Ne? Du bist halt jetzt so gesehen vollkommen am Arsch. Ja, Sammy, ich weiß. Ist einfach so. Bin gleich fertig, mein Vater. Dann kriegst du wieder mal fressen. Das dritte Mal, Leute. also das ist schon... Das ist sehr traurig. Das ist so verdammt traurig. Aber was willst du dagegen machen? Du kannst ja nichts dagegen machen. Du kannst ja jetzt noch nicht mal irgendwie sagen, okay, ich gehe jetzt vor Gericht und sag, ich möchte mein Geschäft wieder aufmachen. Ich würde ja nicht mal behaupten, dass dadurch, dass das Geschäft offen ist oder halt eben Restaurantbesuche erlaubt sind, dass da die Infektionszahlen steigen. Das ist totaler Quatsch. Man hat es doch im Sommer gesehen. War doch alles super. War da alles tutti. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, im Sommer gibt es natürlich allgemein nicht so viele Infektionen. Ne? Aber trotzdem, im Allgemeinen, ultra traurig. So, und natürlich ist dieses Geschäft, beziehungsweise diese Person, ja, jetzt pleite. Hat wahrscheinlich einen Großteil seines Vermögens verloren dadurch. Und ja, es ist mehr oder weniger den Menschen der Bundesregierung, whatever, egal. Und ja, ich akzeptiere, wie gesagt, alles und ich finde auch etwaige Beschlüsse im Grundsatz immer gut, ja. Ich würde auch immer alles befolgen, nebenbei gesagt. Aber wie gesagt, diese Sache mit dem Lockdown für Gastronomie und sowas finde ich schon echt hart. Oder allgemein für den Einzelhandel. Das ist einfach, ja, es werden nun mal Existenzen dadurch komplett kaputt gemacht, komplett zerstört, wie auch immer man das sagen möchte. Es ist einfach so. Nee, so. das kann man nicht abstreiten. Das darf man nicht abstreiten. Und ja, dahingehend muss sich unbedingt was ändern. Meiner Meinung nach auch. Aber naja, mal gucken. Früher oder später wird sich da bestimmt auch noch was ändern. Früher oder später. Ja, ich sag mal so, der Gaming-Branche und sowas scheint das ja tatsächlich einen guten Aufschwung gegeben zu haben. So, man sieht oder man hat auch gesehen, so der Lockdown und die PS, ach nicht PS, Nintendo Switch und sowas waren komplett ausverkauft. So, du hast extreme Probleme bei den Grafikkarten, bei den Prozessoren und sowas. Natürlich ist ein extrem großer Teil davon durchs Mining entstanden, diese extremen Probleme, sage ich jetzt mal. Aber auch, würde ich behaupten, durch Corona, dadurch, dass viel mehr Menschen zu Hause sind. Ich frage mich zwar, wo die ganzen Leute ihr oder das Geld für den Nintendo Switch da haben oder für einen PC oder so. So. Ist unglaublich, was der Kater macht, ne? Ach, nee. Muss ich jetzt mal wieder aufräumen hier. Mann. Und dann versucht er mir noch... er war jetzt auch ziemlich interessant. Da versucht er mir noch in meine Beine zu springen. Bin mir aufgestanden. So, und dann kommt er an. Also der hat mich halt schon... natürlich gesehen, wie ich da angekommen bin. Na, hat er einfach mal gemeint, ich springe jetzt an deine Beine, weil du ja angelaufen kommst. Oh Mann.
das ist ein Kater, echt. Das kann man aber auch niemandem erzählen. Ach, nee, 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 nee. Was haltet ihr eigentlich mal so von der ganzen Schicht, das Spiel zu spielen? Ich sag mal so, wenn ich irgendwann 10.000 Abonnenten haben sollte, werde ich mir mal was Geniales einfallen lassen. So, dann ist bestimmt Sebastian schon 30 Jahre alt. Da gibt es schon 35 neue Busspiele. Aber ich fände die Idee ziemlich cool. Ich würde da tatsächlich so ein kleines Special machen wollen. So, ja, entweder im Leben eines LKW-Fahrers so einen Tag einfach mal. Also Real-Life-Time. Real-Life-Time. einfach mal durch die Stadt zu fahren, durch die Welt zu fahren, 8 Stunden lang. Inklusive den Pausen natürlich. Ja. Das gönne ich mir mal bei 10.000 Abonnenten. Wird niemals passieren. So fair muss ich sein. Aber man kann ja mal ein bisschen spinnen, wa? Man kann ja mal wirklich so ein paar Gedanken mitnehmen. Einfach mal so ein bisschen länger rumfahren, ein bisschen mehr machen und so weiter und so fort. Hallo, komm jetzt, fahre hier. Du hast eine Taxispur. Oh Gott im Himmel hier, das kann ja nicht wahr sein. Achso, hier ist nur 30 erlaubt. Oh. Hier ist nur 30 erlaubt. Ist in Ordnung, ich hab's verstanden. Oh Mann, das kann doch nur mir passieren. Sorry. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Yep, das wünschen wir Ihnen. Oh, dieses Bremsen, das ist so nervig. Ach, Mensch, 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 Mensch. Teamlay Studio, bitte mach das schnell besser. Oh, guck mal, hier ist ein Menschenstau. Hallo, was ist denn hier los? Gibt's hier gratis Pommes? Geil, hier gibt's Pommes. So. Ja, und damit ist dieser wunderschöne Tag hier am Berliner Flughafen angebrochen. 6.47 Uhr. Am Montagmorgen. So. Wunderschön. Habe ich ja nicht schon 20 Mal das Thumbnail. Aber hey. Tour ends here. Okay, ist ein bisschen auf Englisch, aber hey, passt schon. Ja. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Gebt mir mal in die Kommentare ein bisschen was ich noch machen könnte hier in Sebas. Ich weiß es halt echt nicht. Ich möchte nicht, dass das Projekt stirbt, aber ich möchte auch nicht 30 Mal dieselbe Route zeigen. Irgendwann wird es langweilig. Natürlich kann man immer mal wieder hier ein bisschen rumquatschen und sowas, aber ich finde es trotzdem durchaus anstrengend. Schreibt es in die Kommentare, ich würde mich freuen und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Labitonix. Ciao. Mit V.